Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sparmac-Video. Heute haben wir hier schon das neue Huawei P40 Lite. Das wurde gerade frisch von Huawei vorgestellt oder auch von Huawei. Und wir schauen uns das Gerät einmal kurz an. Und vor allem, was ist in der Box mit dabei? Nummer 1, da haben wir das Gerät, ist sogar schon eingeschaltet. Ne? Und da fällt dann direkt auf, wir haben ein 6,4 Zoll Display und wieder ein Punch-Hole, wo sich die Frontkamera drin verbirgt. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, was ist in der Box? SIM-Karten, Tool ist natürlich dabei, Anleitung ist dabei und unten drunter haben wir dann Ladegerät, 40 Watt Supercharge, passendes Kabel dazu, USB-A auf USB-C und irgendwo habe ich sie eben doch noch gesehen, genau, da sind sie, kabelgebundene Kopfhörer sind dabei. Darüber müsst ihr euch als Vorbesteller aber zumindest keine Gedanken machen. Was wir aber hier sehen ist, das sind Kopfhörer mit einem Klinkenanschluss, denn ja, das P40 Lite hat noch einen Klinkenanschluss an der Unterseite. Gucken wir uns aber jetzt die verschiedenen Farben an. So, wir haben einmal Midnight Black, wir haben Crush Green und wir haben Sakura Pink. Oder wie ich es jetzt einfach nennen würde, Schwarz, Grün und Breathing Crystal. Und das Grün wirkt sehr, sehr, sehr cool. Endlich mal was Neues. Glänzendes Grün auf der Rückseite und der Rahmen ist dann aber ein mattes Grün. Rahmen ist übrigens ein schönes Stichwort, denn in der Rahmen ist an der Seite wieder ein Ausschalter mit integriertem Fingerabdrucksensor. Drüber die Lautstärkenwippe, oben noch ein Mikrofon, linke Seite haben wir unseren SIM-Kartenschacht, unten dann Klinkenanschluss für Kopfhörer, USB-C-Mikrofon und ein Lautsprecher. Auf der Rückseite haben wir eine Quad-Kamera, da steht sogar AI-Quad-Kamera. Linsen sind wie folgt, wir haben eine Hauptkamera mit 48 Megapixel, eine Zoom-Kamera mit 8 Megapixel und zwei 2 Megapixel-Sensoren, einmal für Makro, einmal für Tiefenunschärfe, unten drunter dann noch unseren LED-Blitz. So, unter der Haube ist übrigens der neue Kirin 810. Freut mich sehr, dass wir da endlich neuen Mittel- oder vernünftigen Mittelklasse-Sock sehen. Zusätzlich 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM. So, und wer sich jetzt fragt, wie ist das denn mit den Apps? Da gibt's was ganz, ganz, ganz Neues. Wir haben natürlich Huawei's eigene App-Galerie, aber es gibt auch ganz neue App-Suche-App. Und darüber, guckt mal hier, guckt euch die Übersicht an, das sind, was will das Herz mehr, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, ist eine eigene App, die euch dann sagt, wenn ihr euch eine App wünscht, was weiß ich, WhatsApp gerade, ne, wo bekomme ich die her? Im Store gibt's die oder wir schnappen uns jetzt mal, was haben wir da? Nehmen wir mal Twitter, da kriege ich den Hinweis, besucht doch mal den Amazon App Store, um diese Apps daher zu bekommen. Und Huawei macht natürlich wieder sein Zukunftsversprechen, bedeutet ne, Apps-Garantie, Android wird benutzt, ihr kriegt die Sicherheitsupdates und die Herstellergarantie. Darüber hinaus gibt es aber wieder was Neues. Und zwar, wo hatte ich es denn? Irgendwo steht hier ein QR-Code auf der Verpackung. Das Huawei App-Galerie Zukunftsversprechen ist ein QR-Code, den könnt ihr einmal einscannen. Und der sagt euch dann, oder der hilft euch dann, wie ihr und vor allem mit Huawei-Mitarbeitern, wenn ihr mögt, zusammen, ne, wie ihr die Geräte einrichtet. Nicht nur Ersteinrichtung, sondern auch wie ihr Apps installiert, wie kriegt ihr eure eigenen Daten rüber und dann gibt es auch noch zusätzliche Hilfe und Tipps und das Ganze nicht nur online oder am Telefon, sondern es gibt auch Offline-Möglichkeiten, wo ihr dann in einen Laden reingehen könnt und euch die Geräte mit Huawei-Mitarbeitern zusammen einrichten lassen könnt. So, jetzt habe ich eine Sache noch nicht erwähnt, der Preis. Sehr positiv überrascht war ich da. 299, also 300 Euro für die P40 Lites. Und es gibt natürlich auch wieder eine Vorbestelleraktion. Von jetzt an bis zum 6. April gibt es Free Buds 3 in Schwarz mit dabei. Deswegen habe ich eben so gelacht wegen der kabelgebundenen Kopfhörer. Ist natürlich schön, wenn es dabei liegt. Aber noch schöner ist natürlich, wenn man Free Buds 3 dazu kriegt. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir testen die Geräte natürlich. Und von der Farbe, oh, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ne? Sakura Pink, ja, aber das Grüne, ich glaube das Grüne gefällt mir bisher am besten. Das soll es aber gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video.